Zeitgerüst, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim, mal wieder zu einem neuen Loot-Chest-Opening beziehungsweise Truhenplünderung oder so ähnlich, wie habe ich es genannt? Truhenplünderung oder so habe ich es genannt. Ein Loot-Chest-Opening für den Monat Oktober. Aber bevor wir diese Truhenplünderung starten, habe ich hier noch zwei Sachen zu vergeben. Da habe ich im letzten Loot Chest Opening eine Art Verlosung gemacht und ja, zwei Kommentare hat es dazu gegeben. Zwei teilnehmende Kommentare an dem Gewinnspiel. Panda Playets möchte diese Figur haben und der Teilnehmer Vitecolo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich schreibe es nochmal notfalls hier unten drunter, der möchte diesen Schlüsselanhänger haben. Ja, die beiden Dinger hier, die beiden Gewinne gehen an die beiden glücklichen Gewinner raus. Ich werde sie auf YouTube oder auf Twitter oder irgendwie versuchen anzuschreiben und ihnen persönliche Nachrichten zu kommen zu lassen. Und was ich von euch brauche, ist A, eure Adresse, damit ich es euch irgendwie zuschicken kann. Und B, falls ihr noch minderjährig und nicht, also noch unter 18 Jahre alt seid, bräuchte ich dann auch noch die Bestätigung eurer Eltern, die Unterschriften, der Einscannung, dass ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen durftet. Wenn das beides geschehen ist, werde ich euch per Post, per Briefpost, die beiden Gewinner, also dem einen das hier und dem anderen das hier, zuschicken. Und ja, dann ist auch die Gewinn aus Zahlung passiert. So, kommen wir jetzt aber zum Loot Chest Unboxing für den Oktober, für den Monat Oktober. Ja, nochmal ein letzter Satz dazu. Ich werde auch nochmal alles in die Infobox schreiben, in die Videobeschreibung schreiben und dann, ja, können die beiden Gewinner da nochmal nachlesen, was die dafür tun müssen, um das zu bekommen. Also, falls ihr mich jetzt hier nicht ganz hundertprozentig verstanden habt, was ich hier gesagt habe. Jetzt geht's ja ans Unboxing. Hier habe ich wieder ordentlich die Loot-Chests. Die Geek-Subscription-Box für den Oktober. Packen wir es mal gemeinsam aus. Wie reiße ich das hier wieder am besten auf? Geht schon auf. Perfekt. So, was haben wir hier drin? Da haben wir einen Regenschirm ganz zu oberst. Einen Umbrella. Resident Evil. Nice. Zieh's mal raus hier aus der wunderschönen roten Hülle. Da steht Umbrella drauf und das Logo der Umbrella Corporation. Und hier kann ich es mal demonstrativ aufhalten. Och, wie nice. Schaut so aus, als hätte der auch die Farben von. Oha. Weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber scheiße, ist der groß. Hier sieht man es noch irgendwie. Hier halt das Logo vom Umbrella Corporations. Und halt die Farben Rot und Weiß. Ja. Ich werde es nachher nochmal einblenden. In großer Pracht. In ganzer Pracht. In voller Größe. Es passt aber gerade hier nicht drauf. Halte ich es mal wieder zusammen. Ist das nice. Da reingestopft. So, hier haben wir den Umbrella. Umbrella. Auf jeden Fall. Und hier passend zu Halloween, hier haben wir hier gleich
Gebiss. Die Vampire. So. Nang, 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 nang. So, ist wieder Halloween. Und so moderiere ich jetzt die weitere Nusses Unboxing und verschicke. Aber ja, damit kann man natürlich nicht reden, wenn man die im Mund hat. Nang, 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 nang. So, ein kleines Vampirgebiss. Ist mir leider ein bisschen zu klein. Ich habe eine große Fresse. Deshalb passt es da nicht ganz rein. Aber ich glaube, das wird ihn nicht gewinnen, oder? Nee, das hat sich schon im Müll. So, hier haben wir mal wieder die obligatorischen Süßigkeiten. Blood Balls. Okay, scheint wieder so eine Art Kaugummi zu sein, ja. Was denn auch sonst? Circle Bubblegum, genau. Hier haben wir drei davon drin. Alles klar. So, okay, die, da wird ja noch... Moment, da muss noch natürlich eins von kosten hier. Das kann ja hier nicht ohne bleiben. Boah, schwarz. Das will ich wirklich in den Mund nehmen. Okay. Hm? Hm? Hm. Boah. Mm. Sehr sauer. Bah, so mal wieder ausgespuckt, weil ich muss ja weiter moderieren. Mal am besten nicht in die Kamera. Was haben wir hier drin? Halloween ist doch gut hier. Das sieht doch schon ganz nice aus. Was haben wir hier drauf? Hier so ein bisschen, wenn so eine Art Werwolf zu sein. Hm. Packen wir es mal aus. Okay. Hier haben wir... Ja, kann man es erkennen. Halt nur dieses schon sichtbare Logo drauf. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das irgendein Film oder irgendein Spiel ist oder irgendeine Serie. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr das kennt. Scheint hier irgendwie so ein Werwolf zu sein und so ein Junge mit leuchtenden Augen. Okay. Was haben wir hier? Ein Spiel. Ein Kartenspiel. Okay. Wogen des Wahnsinns. Im Nachfolge des preisgekrönten Tides of Time drohen euch neue Gefahren. Spielt selber gewinnbringende Karten und treibt euren Mitspieler dabei in den Wahnsinn. Das deckt altertümliches Wissen oder verliert euch euren Verstand. Lesen kann ich auch nicht mehr. Bei der Konfrontation mit großen Alten. Okay. Inhalt sind 18 Spielkarten, 20 Wahnsinnsplättchen, 4 Markierungsplättchen und 1 Spielanleitung. Okay. Schön, schön. Was Tolles für den Halloween-Abend mit der Familie. So in etwa. Was habe ich denn hier? Eine Halloween-Karte. Chucky. Happy Halloween. Freut sich der Empfänger sehr darüber, so eine Karte im Postkasten zu haben. Auf jeden Fall. Und hier ganz am unteren Boden, da haben wir wieder das Loot-Chest-Heftchen. Süßes oder saures, diesen Monat dreht sich alles um Halloween-Wahnsinn. Wir servieren dir einen kürbisgroßen Haufen voller Horror. Ja, das habe ich schon gemerkt, das ist hier wie Weihnachten und Ostern zusammen hier jetzt gerade relativ viel drin. Du kennst die Geschichten rund um die Geschöpfe aus dem Jenseits. Du hörst schon das Gewühl der gruseligen Wesen. Dann tauche jetzt in die Schattenwelt der Loot-Chest und entdecke die mysteriösen Items. Warum das eigentlich immer ganz unten liegt und nicht ganz oben, ist mir auch ein Rätsel. Aber hier haben wir wieder Featured Channel. Das habe ich ja im letzten Part erst kapiert, dass das
ein Vorstellungskanal ist. Das ist XXblatt. YNYUUXX. Ja, ist klar. Okay. Featured Series American Concords. Okay. Hier haben wir eine kleine Beschreibung zum T-Shirt. Limbo Sinks. Mhm, zweite Staffel. Stranger Things. Ah, Stranger Things. Davon habe ich schon was gehört. Umbrella Corporations. Naja, die kenne ich natürlich, die Umbrella Corporations. Das ist Resident Evil. Nice. Schön auch mal das wieder. Dann muss ich das auch mal hier wieder zusammenpacken. Naja, muss so reichen. So. Und die Gewinner vom letzten Mal können sich das hier abholen. Na, abholen sollten sie sich nicht. Aber die können es beantragen. Hatte ich am Anfang schon was gesagt. Können wir ihre Adressen schicken und dann wird das per Post kommen. Diesmal gibt es nichts zu gewinnen. Finde ich alles zu schön in der Kiste. Will ich behalten. Ja, schade für euch, aber gut für mich. Tja, und dann wünsche ich euch noch eine, wie sagt man das, Happy Halloween. Und ja. Und hier dann nochmal der Umbrella-Regenschirm. In voller Pracht und Größe. Ja. Der passt da eben auch nicht aufs Regal. Sonst würde ich ihn hinstellen. Ist ein bisschen zu klein, das Regal. Ja, dann würde ich mal sagen, deutlich nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Das ist gerade so ein sensationell gutes Bild hier. Gehabt euch wohl und haut dran. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Falling down.